Und moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und mein Kanal heißt Massimo. Mein Freund ist David. Und jetzt führen wir 3-0. Aber mein Freund wohnt in der Nähe von Paluten. Und bitte ein Like und Abo da lassen, kostenlos. Und warte, ich rufe David an. 1, 2, 3 und Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin, aber jetzt geht es in Durchgang 2. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und jetzt kann die Alleingabe kommen. Oh, der war zu weit. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Ah, er geht nicht ran. Ist auch egal. Ich mache auch ein Ballstars-Video mal. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und ja, ich habe Bailey. Mbappé 97er. Und ja. Jadon Sancho. Abseits, Mann. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Und das zählt nicht, das Tor. Schade. Und ich hab Mbappé 97er. Und ich habe Angelino. Joao Felix. Und ich bin FC Bayern 2025. Den Pass hat er förmlich geahnt. Wow. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Das fehlt einfach die Konzentration. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Okay. Jetzt vielleicht die Flanke. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Das könnte sein. Wahnsinn. Wie hat er den denn gemacht? Oha, Dorf! Sancho! Oha, das war das heftigste Tor, was ich je gesehen habe. Der war viel besser als Mbappé. Ja, Neymars Tor. Oh, shit. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Ja, wirklich ein Traumtor. Oha. Schau mal, genau. Genau im Winkel. Krass. Einseitige Nummer. Woo! Sie liegen ganz klar vorne. Mbappé. Jadon Sancho. Oh, voll schade. Ich wollte rüberlupfen, so wäre er auch nicht reingegangen. So geht's für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Christopher Lenz. Und wir wollten auch ein TikTok-Video machen, wo ich kann euch sagen, wie das gelaufen ist. Also ich bin in der Tür reingegangen, dann habe ich so geschaut, dann bin ich wieder rausgegangen. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erhalten. Wir sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Oh, und ich habe Sané 93er, weil jeder YouTuber auch Sané will. Deshalb habe ich auch Sané gekauft. Das war der erste, den wir gekauft haben.
Oh, was war das von Angelino? Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. 4-0. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Könnte was werden. Den muss er sicher halten. Und da ist er auch zur Stelle. Sané. Guter Versuch. Wieder ein Tor, das kann nicht wahr sein. Auch noch unfassbar. Oha, Joe Felix jetzt diesmal. Wie geil. Echt geil, Mann. Echt geil. Was für ein Strahl aus dieser Entfernung. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte durch sein und damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Ja. Absolut kein Der Ball Zweifel, Wolf. Ist das wieder weggegangen. Eine gute, eine wirklich überlegene Leistung. 5-0 steht es hier also kurz vor Spielende. Absolut eindeutig und wir schauen schon mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der Gegner in der kommenden Partie für die Münchner, er heißt... Klasse aufgepasst vom Torwart. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Jetzt die Ecke. Gute Aktion, Spiel raus. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Er kann wohl klären. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Okay. Sané. Und Paluten ist auch mein Lieblings-YouTuber. Wow. So langsam wird's gefährlich. Da kommt er richtig hinter den Ball. Was war das gerade? Ball Shot. Jadon Sancho. Bitte. Sancho. Sergej Milinkovic-Savic. Oh, das ist ein starker Schuss. Und direkt die nächste Ecke. Starker Schuss. Ecke in den Strafraum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Tja, das war heute doch eine ziemlich... Und ich bin ja 8 Jahre alt, hab 20. August Geburtstag. Jadon Sancho. Und hier. Ja, ich habe Arthur verkauft für 95 Millionen und 400.000 habe ich verkauft. Der ist, ich glaube, so 90er, so 91er, ich habe keine Ahnung. Und wartet mal, ich gehe kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da, okay? Bis gleich.
Und ich bin wieder da. Leute, ich bin wieder da. Und yeah. Der ist 19, der ist 19. Der 95, heftig. Wow. Und Thiago ist 80er. Hatte ich nicht gewusst, weil ich hatte ihn ja verkauft. Mario Götze. Ich habe ja, Coutinho wurde ja von Bayern ausgeliehen, deshalb. Und ich bin 2025. Und den, ich habe auch FIFA Mobile. Den habe ich auch und ich mache noch extra ein Fußballvideo, weil und ich habe die Predator Mutator, die Fußballschuhe und ich habe noch fast das gleiche, auch die Mutator Handschuhe habe ich davon, auch mega krass. Und ja. Was die Lane wurde, haben wir auch verkauft. Ach so. Oh. Vertrag läuft bei Ihnen 11 Monaten aus. Kann 92er werden, oh mein Gott. Ich hätte ihn dann nicht verkauft. Warte, ich rufe meinen Freund wieder an. Ich rufe David wieder an. Das war eine kurze Unterbrechung, weil der Stecker ist runtergefallen. Der Stecker, Entschuldigung, tut mir echt leid. Aber dann bis bald und dann ciao.